Head in the game. Turbo ist eine kleine Gartenschnecke, die davon träumt, ein schneller Flitzer zu werden, um am kultigen Indy 500-Rennen teilzunehmen. Ein verrückter Unfall katapultiert das Kriechtier auf die Überholspur. Ryan Reynolds spricht in der Originalfassung die Turbo-Schnecke. I have a life. In Turbo geht es im Grunde um die typische Außenseitergeschichte. Unser Held, eine junge Schnecke, träumt davon, schneller zu sein als alle anderen. Doch man sagt ihm, dass der Traum niemals in Erfüllung gehen wird. Bis es plötzlich doch geschieht. Der Traum, das große Wettrennen in Indianapolis zu gewinnen, wird wahr. Oh no. Turbo ist eine Fabel mit großer Botschaft. An Träume zu glauben ist schön, aber ohne Freunde geht gar nichts. Zum Beispiel Tito, der Taco-Verkäufer und Schneckentrainer, der Turbo beim Training hilft, nachdem dieser durch den Sturz in einen Motor über Superkräfte verfügt. Are you kidding? I'm never going slow again. This must be my lucky day. Ich habe einen 4 Jahre alten Sohn, deswegen habe ich bei diesem Film mitgemacht, sagt Michael Peña, Titos Stimme in der US-Fassung. Er ist mein Barometer und sagt mir, ob ein Film gut ist oder nicht. Er sah den Trailer etwa 50 Mal und wollte nicht wieder aufhören. Ich denke mal, der Streifen ist gut. Wie Indy 500. This is ridiculous. Weitere Schauspieler, die die Stimmen im Film sprechen, sind Paul Giamatti, Snoop Dogg und Michelle Rodriguez. Turbo, kleine Schnecke, großer Traum heißt der Streifen aus dem Hause DreamWorks in der deutschen Fassung. Sehen kann man ihn in den deutschsprachigen Kinos erst nach dem Sommer am 3. Oktober. Those guys are awesome. I'm moving so fast, the whole world's going in slow motion, baby. If you think that's something, check this out. Hey, you a robot? Are you radioactive, homie?